Batterie gefunden. Super. Okay. Was braucht man noch? Irgendwas war noch, oder? Oh. Hey, Leroy. Leroy. Wir sind Harf. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Kühlmittel haben wir. Keilriemen haben wir. Zündkerzen am Motor. Der Hebel des Krans scheint irgendwie festzuhängen. Ah, ja. Also Zündkerzen kriegen wir dann. Die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe, ich verstehe es. Lass uns über was anderes reden. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Ja, wir haben ja nichts wie Öl, oder? Was sind das? Fischfutter. Idiot. Fischfutter dran schmieren. Hier gibt's keine Fische zu füttern. Leim wird auch nichts bringen. Was haben wir hier? Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Na. Na. Was ist in diesem Haufen? Nur ein alter, verbogener Einkaufswagen. Also wir brauchen irgendwas Öliges. Leroy macht es nichts aus, wenn ich hier Elektrokram mitnehme. Solange er ein gutes, neues Zuhause findet. Kaum zu glauben, dass ich hier mal einen funktionierenden 76er Kojak Transceiver gefunden habe. Ich meine, wir könnten ja erst einmal den ganzen Krempel jetzt, den wir haben, einbauen gehen. Wenn es funktioniert. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe. Braucht man jetzt den Keilriemen? Da. Ich kann einen Keilriemen nicht durch einen Aquariumschlauch ersetzen. Leroy meinte, ich brauche was Elastisches. Ich denke mal, wir kommen erstmal in dem Hotel weiter. Aber obwohl, dort müssen wir ja nur den Brief abgeben. Strumpfhose? Wo war eine Strumpfhose? Strumpfhose. Die hängt an der Mülltonne. Müll. Wo waren jetzt die Mülltonne, kleiner Mal? War die hier hinten am Schrottplatz? Oder war die im Hotel drin? Wo waren die Mülltonne gleich? Ich weiß, dass wir irgendwo mal eine Strumpfhose und eine Mülltonne hatten, aber ich weiß nicht mehr, wo war. Nee, hier war es nicht. Vor seinem Haus. Ach Gottchen, da müssen wir ja ganz zurück.
Bin schon zu weit, ha? Nee. Okay, ja. Ich werde die Strumpfhose doch nicht nehmen, oder? Naja, vielleicht ist sie ja nützlich. Ich hoffe nur, das hat jetzt niemand gesehen. Sollte ich mich vielleicht bei ihm oben nochmal umgucken, ob wir irgendwo was Öliges finden? Der wird doch sowas wie BD40 oder so daheim haben. Glühbirnen. Könnten wir mal nach einem Kabel oder so gucken. Mama war eine große... Kann ich von mir nicht behaupten. Ich könnte den ganzen Schrott mal wegschmeißen. Theoretisch. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Kann man alles nochmal brauchen. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Ganze Nächte habe ich vor dem Ding gelegen und mir eine Folge Samurai Squad nach der anderen reingezogen. Hier gilt die Regel, wenn du die Schränke nicht öffnest, musst du die Schränke nicht putzen. Wer sich an die Regeln hält, hat auch keine Probleme. Auch eine alte Konsole ist das. Der Gigamaster ist jetzt im Himmel und wird dort vom Staub verstopft. Mein zuverlässiger Langham 40 Watt Lötkolben mit formschöner Spitze in Meißelform. Man braucht einen guten Lötkolben, wenn man an Elektrogeräten rumtüfteln will. Ein paar Entwürfe für irgendwelche blöden Geräte. Hätte ich die gebaut, wären die meisten vermutlich explodiert. Halt man nicht, was es mit dem Funkgerät auf sich hat, ne? Als Kind wollte ich immer ein Bett in Raketenform. Jetzt habe ich nicht mal ein Bett in Bettform. Och, so eine Matratze ist auch was Geiles. Einfach bloß auf den Boden schmeißen und abknacken. Es startet nicht. Perfekt. Wenn Mrs. Danman wüsste, wie nützlich ihre Unterwäsche doch ist. So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Öl. Dann kommen wir dort weiter. Wo könnte hier Öl sein? Ach, das Kabel für den Fernseher brauchen wir ja auch noch.
Warte mal, ich werde nochmal kurz hochgehen und mir die Steckdose nochmal genauer angucken, ob er da irgendwas sagt. Weil da ist ja, glaube ich, ein Stecker drin. Oder? Nö, die ist frei. Eine Steckdose, eine Welt unendlicher Möglichkeiten. Tut mir leid, Harper, nur für Gäste. Ich habe eh keine Zeit, durch alle Etagen zu latschen. Irgendwie müssen wir den mit dem Footballspiel begnügen. Dann können wir, denke ich mal, hier schalten und walten, wie wir lustig sind. Mr. Siegel sagt, er hätte diese Lampe gefunden, als ein Meteorit im Wald eingeschlagen ist. Mort sagt, er hat sie von eBay. Die Yelltowner ohne Alkohol? Unvorstellbar. Ein eingerahmtes Football-Trikot. Die Schweißflecken folgen einem wirklich durch den Raum. Hallo. Hey, was darf sein? Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Ein Bierchen bitte. Bitte sehr. Danke. Warum kriegen wir jetzt noch ein zweites Bierchen? Hi. Hey. Howdy. Sprechen wir nochmal über eure Warm-up-Party. Nicht schon wieder. Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt ein Highlight. Oh, Junge. Ihr habt euch für Glück in die Hose gemacht, Merle. 86 ist lange her. Heute zeigen wir es euch. Versucht's doch mal. 86? Ich glaube, wir hatten das Spiel von 82. Wie dem auch sei. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Eine Kassette mit einem alten Footballspiel. Sie haben den Schreibschutz durch Rausbrechen der Plastiklasche aktiviert. Nett. Diese Liebe zum Detail, Football-Nerds. Oh ja, stimmt. Alter, das ging ja auch. Hi, Monaco Fancy. Moin, moin. Von 86, das hier. Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ich pack die andere zurück. Ja, mach mal. Ja, wir brauchen ja erstmal ein Kabel. Ob er vielleicht auch ein Bierchen will? Hatten wir ihm das schon angeboten erst? Ich glaube, ist gar nicht mehr. Zeit für ein Bierchen? Danke, aber nicht während der Arbeitszeit. Dann gehen wir nochmal zu dem auf dem Schrottplatz. Vielleicht will der noch ein Bierchen. Da würde ich den jetzt erstmal zutexten, ob der uns irgendwie Öl verkaufen kann. Oder leihen kann, oder... Hey, Leroy. Hey, Harper. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Wo hast du die Zündkerzen nochmal? In dem Motor am Kran. Du weißt doch noch, wie das Ding funktioniert, oder?